Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Agendorf 2.2. Dieser Text ist über Monate einstudiert worden und mit dabei ist Randy und Friesi. Hallo. Hallo. Und ich mache jetzt erstmal den Brillenputz-Simulator. Kennt ihr das neue Spiel, Brillenputz-Simulator? Das ist relativ neu rausgekommen. Hör, sag's nicht so laut, dann setzt es wirklich noch jemand um. Ich schätze, aber Kampagnenspieldauer weißt du? Ungefähr 35 Sekunden. Dann hast du beide Gläser geputzt. Oh. Stopp! Oh, Alter! Dieser aber Häcksler ist kaum zu bändigen, ey. Es gibt den Wassertropf-Simulator. Ich weiß. Ja. Ist geil, ne? Aber ich dachte, ich bringe was Neues mal um die Ecke, aber. Weil zwei Simulator-Kanälen bestimmt. Ja. Erzählst uns bestimmt was Neues über Simulatoren. Steig mal runter von deinem hohen Ross, Kollege! Mann! Kaum 2000 Abrüste, da gehen sie hier fest, ja, die Jungs! Wollen sie dir was erzählen, wollen sie dir während der Aufnahme? Lad mal trotzdem hoch! Lad mal hoch, mein Freund! Dass alle sehen, was hier abgeht mit dir! Wie Hashtag abgehoben du bist, ey! Ja? Ungezügelt, mein Freund! Hashtag ungezügelt gibt's hier. Ungezügelt oder was? Ja. Und du denkst, das Ganze ist hier Hashtag ungefilmt, mein Freund. Da hast du dich aber ganz stark geschnitten. Alles live auf Cam. Und das wird ungeschnitten hochgeladen, ja, wollte ich noch sagen. Ah, ich liebe diesen Namen. Ja, kannst sehr viel Scheiße damit machen. Den hätte ich hätte ihn auch genommen, ey, wenn er nicht weg wäre. Hätte ich den Kanal nochmal umbenannt. Ja, ist ja wieder frei. Ach ja, stimmt, da ist ja nur noch Unge, ne? Ach nee, warte mal. Zurück auf ungespielt ist er ja wieder. Unge gibt's wieder und ungefilmt. Also rein theoretisch. Was, denn ungespielt gibt's nicht mehr? Nee, doch. Ja, doch. Da ist er ja hingegangen. Er hat jetzt den Unge-Kanal wieder eingerupt. Naja, die Longport-Tour von damals hat er ja wieder re-uploadet auf seinen aktuellen Kanal jetzt wieder. Doppelt vermarktet halt. Sieht auf jeden Fall gut aus. Oh! Gott sei Dank haben wir Allrad. Alter, ist das professionell schon wieder von mir her. Was ist denn jetzt? Ist es nicht. Warte mal. Ich hab 57. Ich will, dass die Spitze weggeht. Jetzt. Bin ich ein Profi. So, warte, gegenüber liegt. Ach nee, warte, hier liegt auch noch einer. Obwohl das äußerst schwierig wird. Fahren wir erstmal da drüben hin. So. Aber Freezy, hast du ja bestimmt noch was? Ich hab noch was. Thementechnisch? So, hast du nix? Willst du mir jetzt verraten, dass du dir für 7 ganze Folgen ein Thema rausgesucht hast? Nee, du hast gedacht, du kommst damit vorbei, oder was? Eins habe ich noch und dann habe ich gedacht, gut, die Medien haben Themen scheiße jedes Mal. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kommt Manus noch mit ein paar Witzen um die Ecke, so also können wir die 7 Folgen. Ja, die sind durch. Die sind durch heute. Haben wir schon. Soll erfüllt für diese Woche. 2 Stunden Aufnahme, ein Thema, was 10 Minuten, das kriegen wir gestreckt. Das strecken wir. Ja, du kannst ja länger. Oh lol. Ja, ich bin ja, da kann ich wegrollen. Ja, dann auch mal raus, Freeze hier. Aktivieren wir die Reserve. Ich hätte wohl noch mal etwas Kleines über den. Du hättest was Kleines, da gebe ich dir recht. Halt's Maul. Was denn da? Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ne, über Tanzverbot habe ich noch was Kleines. Das habe ich sogar live miterlebt. Ja, erzähl. Achso, Twitch-Bann oder was? Ja, genau. Da war ich bei, wie er gebannt wurde, habe ich gedacht, boah, nice. Das war schön. Aber was ich nicht verstehe ist, der wurde. Wieso wurde der gebannt? Der ist ja innerhalb von. Das weiß ich nicht. Von Sekunden oder von Minuten, innerhalb nach 10 Minuten muss er gebannt worden sein, ne? Ja, der wurde ja schon mal von Twitch verbannt und deswegen ging das jetzt scheinbar auch schneller. Du bist über dem Baumstamm. Ja, ich weiß.
Du darfst, wenn du bei Twitch gebannt wirst, darfst du das nicht umgehen halt. Das heißt, du darfst keinen neuen Kanal machen mit derselben Person. Also du kannst, wenn zum Beispiel der Kanal McManus gebannt wird, kannst du nicht McSachsen aufmachen und dich wieder da vor der Kamera stellen. Bannen die auch sofort wieder. Ja, wegen derselben Person, okay. Ja. 78. Und ich denke mal, das war der Grund. Ah, okay. Weißt aber nicht, dann muss es ja extrem schnell, dann muss es ja sofort einer gemeldet haben. Ja, sicher melden die das. Wenn ich bei Twitch gucke und ich gucke hier Counter-Strike oder ich gucke League of Legends und ich sehe irgendeine Alte mit irgendeinem Ausschnitt, melde ich auch sofort. Ist mir scheißegal. Ey, wegen dir, blöden Pisser, kann ich keine Titten mehr gaffen auf Twitch? Ey, du bist so ein Huren, ey, ohne Mist. Alter, ich hier immer Samstagabend schön oder Freitagabend nach den Stream, denke ich mir immer, jetzt noch ein paar schöne Boobs reingezogen hier auf Twitch. Nix ist, ey. Findest du kaum noch welche? Warum? Weil Friesi alle wegbannen lässt! Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Boah, Friesi, ey, du machst mich echt fertig. Geht das bei dir im Bett auch so? Was denn? Nee, bei Friesi. Sicher, zieh ich bis oben hinzu. Vollkragen zieht sie dann an und dann Schluss. Ja. Ey. Das ja, nicht, aber. Der Arsch passt brauchst du nicht mehr. kannst du mal jetzt noch hier, bitte kurz mal. Warte mal, häng doch mal dein Häcksel-Ding an hier, dein Baumstumpf. Ich schneide jetzt mal, dass wir hier das gleich wegmachen. Ah, gut. Und Leute, hier keine Angst, ne? Wir werden jetzt nicht hier 7 Folgen lang Bäume häckseln, aber wir müssen natürlich ein bisschen was wieder ins Pelletwerk bringen. Aber ich denke, dass die 2 Anhänger jetzt, wenn wir die voll haben, das reicht dann erstmal. Dann können wir uns erstmal um die weitere Produktion wieder kümmern, was? Jetzt hau ich das Thema raus. Das vielleicht ein paar Leute auch interessiert dran sind. Und ich weiß nicht, wie weit ihr schon dabei informiert seid, aber habt ihr schon das neue Video von der Weltpremiere gesehen von Hettle & Crops? Nein. Alles so ruhig. Warte mal kurz. Interessantes Thema auf jeden Fall. Kann man ruhig mal drauf eingehen. Cat and Crops, ja, ist ja ein Game, was dieses Jahr kommen soll, ne, glaube ich, oder? Oh, wann das kommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also für 2016 ist es angesetzt. Ja. Okay. Ja, das letzte Mal, 2016 wissen wir natürlich nicht, aber. Samstag kam das, ne, wo es dann ums Modding ging, ja. Das habe ich mir übersprungen, also, ganz. Ne, ich habe es mir von vorne bis hinten reingezogen. Was er da gezeigt hat und erklärt hat, saugeil. Muss ich wirklich sagen, geil. Auch hier, der hat ja da auch ein bisschen den Hof gezeigt mit den Unebenheiten und auch diese Kleinigkeiten wurden da richtig krass drauf geachtet. Zum Beispiel, wenn irgendwo Wasser stehen bleibt, dieser grüne Schwarm, was er da erzählt, ja, da ja, ist ja auch drin. Also wirklich ist toll gemacht. Diese Kleinigkeiten machen das viel aus und so wie ich das gesehen habe, hat er da auch ein paar Lizenzen drin. Wa? Deutsch ist auf jeden Fall drin, der Mercedes-Ding ist drin. Glas ist mit drin. Was? Glas. Glas, genau. Glas, hm. Bin ich schon ganz toll gemacht. Der Mercedes, der MB-Truck, ne? Der MB-Truck, genau, ja. Ja, schön aus. Es sieht auf jeden Fall selbst jetzt schon dadurch, dass es... Also, von der Optik her, von der Grafik her, Kettle und Crops, wenn das so kommt, wie da gezeigt, und ich meine, das sind ja eigentlich, sind es ja Ingame-Aufnahmen, ne? Ja, die da gezeigt werden und alles. Also, wenn das alles so haut... Alter Schwede, also das wird ein ganz schöner Reiser, definitiv. Also das Ding wird gut. Also das wird wirklich gut. Nimm mal schnell den linken. Nee, warte. Bleib so stehen, die Reichweite reicht. Was mich da wohl noch dran interessiert, Mods. Wie erlaubt das Game Mods? Also. Ja, ja klar, sonst wäre jetzt nicht im letzten Video das Modding angesprochen worden. Ach, ja, schon gut. Nee, wie gesagt, also das wird auf jeden Fall richtig, richtig, richtig krass. Ja, da bin ich echt gespannt, ob das jetzt mal eine wirklich ernstzunehmende Konkurrenz für den Landwirtschaftssimulator wird. Weil ich denke, natürlich wird Giants das Ganze auch auf dem Schirm haben und wird das Ganze beobachten. Aber Warte. Oh. Ja, natürlich wird Giants das auch auf dem Schirm haben und alles. Und da bin ich gespannt, inwieweit Giant da vielleicht sogar noch umdisponiert. Mit dem, was sie geplant haben, ob sie noch ein paar extra Features bringen, ob sie da noch ein bisschen mehr sich reinlehnen, weil das wird ja eine unmittelbare Konkurrenz werden, ne? Okay, ja. Und weißt du, was das schön... Warte mal, wie fast denn drin, Renny?
93 lohnt sich also nicht mehr. Nimmst du den anderen? Dann ja. Und, die Geräte werden mal sauber, schön. und man muss noch was dazu sagen, und zwar, das Lustige wäre, ne, angenommen, Kettle und Corpse kommt raus, das wird wirklich der absolute Obershit, das Spiel. Ne, der 17er kommt raus, das wird das absolute Untershit, das Spiel. Und ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, ob Chines dann von seinem hohen Ross langsam mal runtersteigt und auch den Leuten mal entgegenkommt, die ihre Spiele seit Jahren promoten, ne? Dank, also das müssen wir wirklich sagen, also dank uns, also jetzt ganz viele, ne, gemeint, also jetzt nicht jetzt Randy, Freezy und mich oder so, sondern ganz viele andere noch, da gibt es ganz viele bekannte LS-Spieler. Ob das jetzt, einfach nur mal ein paar zu nennen vielleicht auch, ob das Guden ist, ob das hier Wolfsrudel-LP ist, ob das, wen gibt's da noch? Oysterprobber, ganz bekannt, denke ich auch. Und Hubi-Fan, ne, oder? Der hat doch auch LS. Ja, Hubi-Fan, ja. Macht der noch LS? Weiß ich gar nicht, ne? Ne, der macht alles. Alles, aber ja. Aber jetzt so Nordrhein macht er beispielsweise Nordrhein-TV, genau. Nordrhein-TV auch. Und so weiter. Diese ganzen Leute, die das Spiel so unglaublich krass supporten, ne? Also, das ist wirklich so. Wenn's die alle nicht gäbe, hätte Chines, bin ich der festen Meinung, niemals diese Verkaufszahlen. Wenn das auf YouTube nicht so, sag ich mal, erfolgreich promotet werden würde, ne? Und was macht Chines? Chines sitzt einfach auf ihren Thron ganz oben und lässt sich da feiern und kommt den Leuten, die das machen, einfach null entgegen. Und das ist halt eben der Krebsschaden. Und wie gesagt, da bin ich gespannt, ob Chines ein bisschen von seinem hohen Ross runtersteigt und dann auf einmal vielleicht auf die Leute zugeht. Aber es kommt natürlich drauf an, wie gut wird der 17er, wie gut wird Kettle und Corpse, wie wird unmittelbar so die Konkurrenz zwischen den beiden sein. Also wenn beide natürlich, wenn Kettle und Corpse richtig gut wird, wird es natürlich eine sehr, sehr große Konkurrenz. Randy? wird es natürlich eine sehr, sehr große. Ja, ist klar, ne? Bis wir abhauen über die Grenze, ja? Ja, wird es natürlich eine sehr große Konkurrenz werden. Und da muss Chines sich schon was einfallen lassen. Und tja, ich sag's jetzt mal ganz doof, ne? Wenn dann vielleicht die Leute, wenn dann von dem 17er nicht mehr ganz so viel kommt auf YouTube, nicht mehr ganz so viel kostenlose Werbung für Chines gemacht wird, sondern alle vielleicht auf Kettle und Crops dann umsteigen oder sonstiges und das spielen, oh, Chines, tja, da müsst ihr aufpassen, ne? Nicht, dass das mal nach hinten losgeht, sowas. So eine Überheblichkeit. Obwohl ich ja sagen muss, dass der neue PR-Manager, der jetzt bei Chines drin ist, ja schon. Das stimmt. Es gibt einen neuen. Ja, es gibt einen neuen PR-Manager bei Chines und der ist wirklich, offener. Also das muss man, da muss man auch mal positive Worte verlieren. Mit dem haben wir nämlich, mit dem saßen wir erst in der Skype-Konfi, ne? Ja. Und haben ein bisschen mit dem gequatscht und alles und wo es eben um die Farm kommt, die jetzt ansteht, geht und so weiter. Und halt die Let's Player, die da quasi jetzt alle, oder YouTuber, die da eben alle auf die Farm kommen, jetzt kommen. Farm kommen. Wie zum Beispiel halt wir zwei. Und Kliggy. Und Kliggy, genau. Also der Randy, der Kliggy und ich, wir sind ja auf jeden Fall dort. Wer noch da sein wird, ist ja auch kein Geheimnis, was wir da verraten, ist der Guden, der Carvon und Wolfsrudel. Und ja, da wollen wir mal schauen, ne? Oh, mal gucken, wie das wird. Auf jeden Fall. Und ja. Auf jeden Fall eng. Der ist definitiv offener, ja. Das muss man sagen. War auch ein netter. Also. War ein netter Typ, mit dem konnten wir gut quatschen. Hat gespannt. Ja. Echt, also ich bin cool. Gespannt, was dieses Jahr auf der Gamescom wird, ja sicherlich der 17er vorgestellt. Ich denke mal, da werden wir mit unserem Interview etwas mehr Erfolg haben wie letztes Jahr. Warum? Naja, letztes Jahr, du erinnerst dich ja noch an das Interview. Ja, klar, hier mit diesem Olli da. Nee, das war Emil. Emil? Olli, Emil. Okay, ja, und warum sollten wir dieses Jahr mehr erfahren? Verstehe ich nicht. Naja, ich denke mal, sie dürfen dieses Jahr, oder ja, wird uns dieses Jahr mehr über LS17 erzählen dürfen. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja es blöd, auch nicht. Wenn das Spiel vorgestellt wird, du stellst spezielle Fragen und kann ich nichts dazu sagen. Wäre ja richtig stimmt. Ja, aber das war ja, ach so, ja gut, ja, jetzt verstehe ich. Stimmt, weil ja 2 Jahre zwischen den Releases liegen. Ja, klar, ja. Ja, ist richtig, ja. So, fahren wir die Anhänger erstmal wieder weg. Also übrigens, wie ja dieses Jahr auch noch rauskommt, ist die Fortsetzung vom Bausimulator.
Von dem Bausimulator? Von dem Bausimulator. Oh Gott. Der nennt sich Bausimulator 2. Was? Ja. Wie hieß der andere? Ich sah aber nicht 1. Nee, Bausimulator 2015. Ja, warum nennen sie den jetzt nicht auch 2017 einfach? Heißt nur Bausimulator oder Construction Simulator 2. Oh. Ja. Okay. Na da. Geht ja die Post ab. Pass da mal auf, Mann. Ja. Oh, Alter. Toll. Toll. Ja, sag ich doch. Ganz. Das ist Freezy. Das toll. Ist Freezy. Ich hab jedes Mal Probleme. Da bin ich nicht schuld, sondern er. Ja, ist klar. Ist klar. Jetzt hast du selber mal schwarz auf weiß, nee, bunt auf bunt gesehen. Bunt. Und in Farbe. Und in Farbe. Und in 60 FPS. Ja, warte, dann komm mal, mach mal noch ein bisschen hier. Was ist mit dem New Holland, Mann? Ja, mal was. Eine Stunde später. Ja. Geh weg, du Blebo. So, ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Schaut mir den anderen zwei Dudes vorbei. Ist in der Videobeschreibung. Bis dahin, sagt der Manus. Tschüss. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja.